Doch, jetzt bin ich auch drin, glaube ich. Oh, ich kann schimmeln, was kann Flo? Ich kann auch schimmeln. In der Ecke. In der Ecke, ja. Na los, geht's. Los, los, los. Ei. Oh, ah, nice. Let's go. Ei. Oh. Let's go. Let's get ready to rumble. Kann man erstarten? Ich kann ja, nicht so lange rumble. Rumble in the jungle. So, diesmal auch schwierig. Witzbold. Ich dachte, das wäre Banane. Was machen wir am besten, wenn gleich nochmal die Bomben kommen? Ja, was machen wir, wenn die Bomben kommen? Irgendwie ein Schild oder sowas? Ein Bunker? Überleben. Ja. Achso, okay. Toll, ja, diesmal überleben, ich hab die Veteranenrobe. Daran habe ich noch gar nicht gedacht gerade. Überleben. Oh. Ey, ihr Pimmel, was soll denn das? Ah. Oh, ich heil die Gegner, cool, ne? Kommt da nicht durch, oh, doch, scheiße. Ah. Doch. Lass mich in Ruhe. Sehr schön. Lass mich in Ruhe. Was? Ja, wie ist denn das Wetter so in Hongkong? wunderbar. Wow. Heiter bis wolkig. Heiter bis wolkig. Das sind ja coole Sachen, die man hier machen kann. Ja, das ist der Ausrast-Move. Geil. Ja, das schön, dass ich... Breakmark auf dem Ausrast-Move. Wow! Das kostet, wenn ihr den macht. Was kostet... Was kostet das? 2 Mark pro Meter. So, jetzt bekomme ich direkt schon 2 Mark Flug. Verdammt. Hast du gesehen? Ja. Ja, ich würde auch sagen, wenn wir gleich die Bomben kommen, dann machen wir einfach so ein Schutzschild um uns herum. Also okay. Einfach das Schild und dann... Nein, ich wechsle immer vorher mit Schild. Und dann um herum casten. Finde ich gut. Ja. Vielleicht. Aber erstmal verbrenne ich die Feinde! Der Feind meines Feindes ist immer noch mein Feind. Ah, scheiße. Ich hab auch noch rumgespielt. Musst du wiederbelebt werden? Ja, ich brauche einen Daumen nach oben. Ist doch, die Abkürzung für den Wiederbelebungszauber ist ein Daumen nach oben. Ja, das stimmt. Ah, wir brauchen ein Eisschild. Eisschild. Ein Eisschild? Eisschild. Ich mach ihn nass, Ja. Oh, wie du das tust. Irgendwie bringt der Eisschild aber nicht so viel. Ja, die greifen dich auch nicht an. Wir können mal zu viert einen tollen Todesstrahl machen. Oh ja. Lass uns mal zu viert einen Todesstrahl auf die Gegner machen. Todesstrahl ist aufgeladen. Die sind einfach geplatzt. Ich bin gestorben, ey. Ich hab dich schon wiederbelebt. Sehr schön. Heftig, Mann. Ja, also so ein Strahl zu viert. Das ist schon spaßig. Ja. Machen wir doch mal. Au, doch nicht auf mich! Ja, lauf halt nicht da rum. Was soll ich denn sonst machen? Sterben. Ich bin tot. Oh. Du bist wieder da. Ah, ich bin tot. Oh. Wahrscheinlich jeder zweite Satz in diesem Spiel wird lauten. Ich bin tot. Ich bin tot. Ah, ich bin tot. Ich lebe, ich lebe. Oh. Was war das? So ein Laser auf mich geschossen, was? Ach, der ist abgefallen. Gut, ja, das war nicht mehr Absicht. Uha, ich hab eine Heilbombe. Oh nein! Ich hab nur Steinrüstung. Oh, die Bomben. Okay, was würde ich machen? Das Bomben. Ah, jetzt nicht mehr. Wow, Alter, was war das? Ich bin tot. Ich bin auch tot. Doch nicht. Alter, ich bin schon wieder tot. Ich bin tot.
Jeder hat eine Käsehobe aufgesammelt. Alter, das gibt's doch nicht. Ich sterbe jedes Mal hier. Was soll denn das? Wiederbeleben, Leute. Wiederbeleben. Ich bin schon wieder... Da ist schon wieder ein Sturm. Wir haben wieder eine Fee. Das ist schon mal ganz gut. Immer noch wiederbeleben. Ja, wiederbeleben. Danke. Oh! Ich bin auch tot. Bei der Power-Off! Ah, deine Mutter. Wir sollen sie einfach wegstoßen mit unserem Stoß. Dankeschön. Bomben. Wenn ihr mal hochlaufen könntet, dann würden wir vielleicht den Gegner irgendwann sehen können. Achso, da ist doch noch jemand. Das ist voll die Geduldsprobe für ihn, mit den Nukes zu spielen. Ja. Okay, Bros und Spiel machen den versammelten Strahl, den vereinigten Strahl. Versammelten Strahl? Versammelt euch Strahl! Oh, ich bin gestorben, glaube ich. Ja, ich bin gestorben. Ist zurückgeleitet auf mich beide. Ihr müsst übrigens gegen den Strom benutzen, ja? Okay. Nein, ich weigere nicht. Danke. Ich bin tot. Ich auch. Einen habe ich wiederbelebt. Yay. Bomben. Da kann man die wegstoßen. Ja, wenn man sie sieht, bevor man stirbt. Ich bin auch schwer tot. Ach, du bist gestorben. Ups, das war sein letztes Wort. Dann trugen ihn die Englein fort. Krass, jetzt einfach nochmal neben dem Auto. Und ist der Wattenwerfer. Also klar, ich bin auch tot. Oh, ich auch. Wo bin ich? Da. Einer wurde wiederbelebt. Jo. Nein, das war Bombe. Bin auch tot. Ich hab noch Cooldown. Alter, diese Scheißbomben. Wie kann man sich vor die schützen? Töten. Ja. Irgendwas muss doch gehen. Nein, ich hab doch gerade noch wiederbelebt. Irgendwas muss gegen die Bomben gehen. Wir nehmen doch einfach ein Bombenschild. Ha, was ist eine Bombe? Ich. Was ist gegen die effektiv? Tot! Was macht man gegen die Bomben? Feuer, ne? Oben durch. Feuer war doch ganz gut gegen die Bomben, oder? Ja, ich mach einfach Feuerlaser und mach einfach einen Lichtstrich ziehen. Irgendwas explodiert schon. Jetzt überhaupt? Oh! Ich hab einfach nichts gefeuert. Oh, brennt hier. Hui. Aber war leider nicht lang genug, um mich zu treffen. Komm, wir machen mal einen coolen Strahl hier. Der Powerstrahl! Oh. Wow, danke, wer mich auch immer gerade getötet hat von euch. Ich glaube, es war Christian, der mich getötet hat. Nee, das war unser Strahl. Ich wäre es gerne gewesen. Leider war ich es, tut mir leid. Ja, was macht denn mal Schönes? Danke, wer auch immer mich gerade nass macht. Ach so, das ist ein Gegner. Danke, Gegner. Alter, der mit fettesten Strahl der Welt. Okay. Ich hab brennende Felsen hier. Einsame Strahlen. Warte, ich hab bestimmt noch kriegst bestanden. Felsen? Feuer? Ach, Felsen. Kann man nicht probieren. Ich bin tot. Denk mal drüber nach, warum. Schwach gegen Wasser, ich denke mal, oder? Gegen Eis. Und wiederbeleben? Ja, ich bin jetzt wieder bei uns. Wo? Ich hab keine Ahnung. Nein, aber ich weiß nicht, wer ich bin. Ich bin tot. Ganz viel Energie. Ich hab grad Cooldown. Ich bin jetzt ein Eisstrahl ab. Eisstrahl! Bei der Macht von Eisstrahl.
You shall not ice! Oh, cool. Ich hab irgendwas Tolles gemacht. So. Wir haben ja Eis. Eis, Eis, Baby. Doch, ich hab oben eine Eiswand hingestellt. Da kommen die Kinder nicht durch. Denkst du? Töten es trotzdem. Aber sie kommt nicht durch. Ach, es ist schon kalt hier. Ah, das schaffen wir auch selbst. Wir haben selten diesen Eiszauber benutzt, den wir auch in der Schrottpreise haben. Ja. Ich glaub, der ist ziemlich praktisch. Oh ja, der ist wirklich ziemlich praktisch. Toll. Das ist ziemlich cool. Wenn niemand begreift, dass ich wiederbelebt werden muss, drücke ich einfach bei Chris auf den Controller. Das ist eine gute Maßnahme, ja. Okay. Wir können alle unsere Eisbarriere mal hier oben. Jetzt kommt übrigens das, diese komischen Dinger, die du gefrieren musst. Ah. Genau, und da können wir halt dieses Ding hier machen. Das ist tatsächlich eine gute Idee. Oh, guck mal, das, wenn wir alle vier das casten, dann können sie sich wahrscheinlich gar nicht mehr bewegen. Dann reisen sie zurück in die Zukunft. Die kommen von unten. Was? Die kommen von unten? Ja, natürlich. Dann setze ich hier ein Eiswand. Oh, die kommen durch die Eiswand durch. Alter, wir machen so viele Eiswände, bis unser Video cool wird. Ja. Finde ich gut. Jetzt ist mein Eis weg. Jetzt hast du einen Feuerarten dafür. Hui. Oh, was kommen jetzt für Dinger? Au! Oh, nicht die. Die. Toll. Das hat mal nichts gebracht. Das ist auch ein Eis. Und so cool geht er um mich herum gefrieren. Jetzt reicht mal mit den Wortspielen. Aber nein, das ist ja kein Wortspiel. Ich mach's ja wirklich in dem Spiel. Die gehen ja gefrieren mich herum. Oh. Er wusste gar nicht, was er machen soll. Sollte er gefrieren oder brennen? Wacku? Wacku? Oh oh. Kommst du nicht durch? Kommst du nicht durch? Kommt hier voll durch. Scheiße. Nein. Ach, das sind. Ach. Ja, die Gegner sind die großen. Ja, die sind. Ah, wieso kommen hier so viele Eisviecher? Das sind keine Eisviecher, du sollst Eis gegen die Viecher benutzen. Meine ich doch. Jupp, ich kann irgendwann gleich wieder beleben. Mit irgendwann. Wenn ich nicht mehr geschubst werde, dann könnte ich wieder beleben. Au! Ich wurde vom Hammer erschlagen. Kannst du mal einer wiederbeleben? Wiederbeleben! Ach, soll ich mal entkommen? Er lebt jetzt wieder. Oben, ne? Ja. So, Engel ist hier wieder da. Sehr schön, wieder. Ich bin auch wieder da. Juhu! Ich wünschte, ich kann diesen riesengroßen Hammer aufheben. Oh. Weihnachten. Ups. Ich hab die Höllenbrise auf mich selbst. Ja, bitte. Ach so, hier muss auch wiederbelebt werden. Hammer, Healern. Er hat gar nichts getan. Ja. Er war einfach alles da. Schuld. Du vorletzte Runde hier. Ich glaube, bei dem müssen wir Feuer einsetzen, glaube ich. Ja. Feuer, heilt sie wieder. Heilt sie nieder. Ah ja, heilt sie.
Ja, das sind Untote, die kann man durch Heilen töten. Oh, da kommt Eismenschen. Eis! Ich brauche ein Eisschild. Ich bin ich auch. So, endlich habe ich ein Eisschild. Letzte Phase war doch. Die Dämonen. Ganz viel Laser war das, oder? Also tot? Ganz viel heilen. Heilen wir jetzt tot. Wow! Okay, die sind scheiße stark. Voll, Junge, riss dann immer meine. Krieg ich überhaupt nicht. Doch. Heilt sie doch endlich! Wiederbeleben? Ja. Oh, wird vielleicht erstmal gut, wenn ihr die anderen sich vertötet. Ja, mach ich. Wiederbeleben. Nochmal wiederbeleben. Oh nein, umgekehrte Steuerung. Ja. Scheiße, ey. Nochmal wiederbeleben. Danke. Ah, diese Invertierung, ey. So, wir müssen sie tot heilen. Wiederbeleben. Du bist spawns, du bist tot. Oh, scheiße. Danke. Ah, fuck. Auch tot. Du bist doch ganz links. Oh, ganz links. Die kombinierte Power. Und wiederbeleben. Ja, hab ich. Das Problem ist, wenn wir beide gleichzeitig wiederbeleben drücken, wird nur einer wiederbelebt. Echt? Ja. Toll, und ich konnte nichts machen da unten. Einmal wiederbeleben. Ja. Boah. Mich auch. Ja. Sehr gut. Wiederbeleben, Leute. Müsstest wieder da sein. Wiederbeleben? Jetzt. Ja. Ich kann gerade nicht, ich hab Cooldown. Du kannst. Leider jetzt kann ich. Also ihr seht schon, das ist hier gar nicht so einfach. Höchstspannung. Wow. Wir haben nur zwei Sachen von drei freigeschaltet. Ich auch. Aber die hatten wir gestern. Die haben wir letztes Mal schon freigeschaltet, deswegen haben wir sie heute nicht freigeschaltet. Ja. Fantastisch. Gestern haben wir aber die Herausforderung nicht geschafft, oder? Doch. Nee. Doch. Hey? Oh. Mhm. Ja, hatten wir. Wir haben heute das erste Mal die Herausforderung geschafft. Wir haben heute zum ersten Mal Magic Card 2 gespielt. Ja. Oder so ähnlich. Ja. Gute Sache, also das war lustig. Der Umfang von dem Magic Card 2 Sneak Peek. Wir sind höchst erfreut und voller Vorfreude und freuen uns noch mehr auf den 26. Mai, wenn Magic Card 2 dann rauskommt. Oh ja. May the 4th be with you. Und vielleicht gibt es dann noch weiteres tolles Multiplay Bros-Spiele-Video. Ja. Ja, sehr gerne. Ihr seid ja meine Brüder, quasi. Ihr seid meine Bros! Oh. Oh. Ja. Meta-Bros, ja. 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 Gut, also von unserer Seite verabschieden wir uns erstmal. Bis zum nächsten Mal. Ja, und Kidan. Ja. Kommentieren unten, kommentieren nicht vergessen. Na, in dem Video. Und abonnieren und denkt dran, Raute, Shadow. Ne, Hidan-Fanclub. Raute, Hidan, Hashtag Hidan-Fanclub. Hashtag Hidan Fanclub. Ja, genau. Fantastisch. Das ist einfach das chaotischste Outro der Welt. Hashtag fantastisch. Ne? Läuft. Hashtag Kommentar. Hashtag Kommentar. Ja, bis zum nächsten chaotischen Outro. Ciao. Sag alle tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Flo.